Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 4 von unserer Zerstörung des Andreas Kämpfer. Arbeitstitel. Arbeitstitel. In der Pause geboren. Gerade vor wenigen Sekunden geboren. Ja, wir unterhalten uns über das Video von Andreas Kämpfer bei Thilo Jung, wo er unter anderem den Degussa Goldhandel kritisiert, die AfD, Faschismus, freie Marktwirtschaft, Anarchokapitalismus. Und gerade von dem Anarchokapitalismus-Thema fühlen wir uns natürlich angesprochen, da auch gerne eine Antwort zu geben. Und das tun wir mit diesem Reaktionsvideo. Wir haben es jetzt geschafft, innerhalb von 3,5 Stunden die erste Stunde durchzugucken und zu kommentieren. Und jetzt. Wir spekulieren ja darauf, dass öffentliches Interesse besteht, weil ja auch der gute Thilo Jung, genau, der ja mal in irgendeiner der ersten 3 Folgen gefragt hat, ja, wie pitchen die das? Ja? Wir sind tatsächlich die angesprochenen Anarcholibertären, genau. Anarchokapitalisten. Aber jetzt hätte ich 2 Fragen an dich, Fabio. Erstens. Ja. Meinst du, wir kriegen mit dieser Serie mehr Teile als Star Wars zusammen? Oh, jetzt erwischt. 9 sind es bei Star Wars gerade oder wo sind wir da gerade? Ich glaube, es sind 9, ja. Also ich bin ja, da oute ich mich jetzt als, wie nennt man die Leute, die Star Wars eigentlich nur die ersten. Schau mal, bei mir geht es ja schon mal los. Die ersten, was für mich die ersten 3 Folgen sind, sind ja gar nicht die richtigen ersten 3 irgendwie. Also für dich ist Episode 1 die erste? Oder wie? Also, ne, für mich ist das halt, was in den 70er Jahren rauskam, die erste Folge. Ja, ja, für mich auch. Also, dementsprechend, ja. Aber für die Millennials ist doch Episode 1 Nummer 1. Ne, aber denkst du, wir kommen jetzt in 6 Folgen vielleicht durch oder doch eher über 9? Also, wenn wir jetzt schon bei Star Wars sind und so sehr weiter vom Hölzchen und Stöckchen kommen, dann werden wir ja noch 2021 hier diese Folge besprechen. Ja, das sehe ich auch so. Und dann hätte ich noch eine weitere Frage. Was denkst du, wie lange wir gerade hier schon in diesem Voice-Kanal sind? Ja, okay, du könntest jetzt auf die Uhr gucken, aber denkst du, wie lange wir hier schon miteinander sprechen, um diesen Podcast aufzunehmen? Du, gefühlt ewig, weil, also ich für mich, ich höre ja dem Interview jetzt zum 3. Mal zu. Mhm. Und hab vor, damit die Zuschauer das auch ganz genau wissen, also ich habe ja von meinem Auge hier nur 59 Minuten 52 Sekunden ja, von insgesamt 1:54.23, ja. Genau. Also der gute Herr Kämpfer wird jetzt noch eine Stunde lang fast befragt vom Herrn Jung. Ja, und ich habe eigentlich schon ziemlich viel gesagt zu der Sicht des Herrn Soziologen. Ja. Aber es wird noch richtig lustig. Und wir stehen jetzt gerade kurz vor dem Thema Geldsozialismus, wenn ich genau, mich recht erinnere. Ja, genau. Jetzt also, stehen wir da, wo gesagt wird, ich bin selbst ausgestiegen, verdammt. Wo stehen wir jetzt gerade? Was war die letzte Aussage von ihm? Also, wir hatten Übergang. Boah. Lass uns einfach mal, wir kommen schon wieder. Ja, aber ich beantworte noch eben die Frage, die ich dir eben gestellt habe. Wir sind seit 19 Uhr in diesem Kanal. Da haben wir uns getroffen, um erstmal zu brainstormen, wie machen wir das Ganze hier, und haben dann angefangen. Und wir haben jetzt 1.10 Uhr. Also wir sind jetzt schon seit, 19 bis 24 Uhr sind 5 Stunden, also nochmal 1:10 drauf, 6 Stunden und 10 Minuten sind wir jetzt in diesem Voice-Kanal und reden miteinander, gucken uns dieses Video an und kommentieren. Also, ja, ist so das ist schon sportlich. Wir sind ja auch die, vor denen Herr Kämpfer warnt. Mhm. Natürlich, wir sind wahnsinnig ausdauernd hier. Und deswegen brauchen wir auch besonders viel Zeit, um uns zu verteidigen. Genau. Hallo, wir sind ja praktisch als MLPD sind wir ja das Epizentrum. Ja, genau. Also wir sind eigentlich, wir sollten nicht so viel verraten, aber eigentlich tanzt der gute Herr von Fink nach unseren Strippen, nicht andersrum. Das könnte man so sehen. Ne? Ja. 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 Ah, gut. Also, jetzt haben wir schon wieder 5 Minuten einfach nur dumm gelabert. Wir sollten anfangen. Ja.
dass sie das gar nicht alles ernst meinen, sondern einfach nur das machen, um Geld zu verdienen? Ich denke, das Geschäftsmann ist wahrscheinlich auch, spielt auch eine wichtige Rolle, aber dagegen spricht, dass er schon in den 90er Jahren rechte Partei Markus Krall. Hat. Ja, es geht um Fink immer noch. Auch schon Millionen Aufträge weitergegeben. Und die Anschubfinanzierung für die AfD. Ja, das ist, und das, es müsste da nicht so ganz radikal, es würde auch reichen, dann Hayek Kanon. Also das wäre dann, wie Müllermilch das macht, ne? Theobald Müller. Der hat draußen ein Hayek-Institut gegründet. Das wird ja reichen. Ein Hayek-Institut mit Hayek dann zu fordern, wir müssen halt Minimalstaat aufbauen. Wir brauchen halt nicht so viel. Habe ich gerade einen Schlaganfall? Wir müssen weniger Steuern zahlen. Das wäre dann. Das schon mal gesagt. Das wird ja ausreichen. Ja, das wiederholt sich ja zum Teil, ja. Oder gründen lassen. Und dieses Mises-Institut sagt, wir müssen eine Revolution und wir müssen komplett den Staat abschaffen. Das ist Bullshit gerade. Und da gibt es in der AfD eben auch Vertreter, die das auch fordern. Ich habe schon die Assistenten von Meuthen benannt und Meuthen ist der Parteichef. Und die, er hat sich ja freiwillig geholt. Er hat, die sind immer nicht aufgezwungen worden. Und die beiden sind Mises halt die in Richtung Anarchokapitalismus. Genau, und deswegen finde ich zum Beispiel den Meuthen vergleichsweise cool, weil der, den gibt es auch bei YouTube, der hat mal im Landtag Baden-Württemberg mal von Mises zitiert. Also herzlichen Dank an die Assistenten von Meuthen, die ihm das dazu getragen haben. Vorrang. So. Ich möchte noch was gerne dazu sagen. Und zwar, das haben die Zuschauer der vierten Episode, seht euch Episode 1, 2 und 3 hier nochmal an. Nochmal. Unbedingt. Ja, genau. Nicht nochmal, aber auf jeden Fall, falls ihr das jetzt hier zuerst entdeckt. Für alle, die so fanatisch sind wie wir. Der Ausstieg war ja im Prinzip Polleit und Krall schüren diese Panik vor dem Untergang des Euro, nur damit sie Gold verkaufen können. Ja, später, warte mal, ich glaube später sagt er sogar noch, dass sie die herbeiführen wollen. Okay, ja gut, da kommen wir ja dann vielleicht später nochmal zu. Aber da möchte ich dann nochmal kurz sagen, also wäre es nicht vielleicht sogar realistisch, dass Polleit und Krall den Untergang des Euro herbeisehen, sich eventuell selbst auch absichern wollen und dementsprechend auch vielleicht sogar altruistisch sind? Nein, das ist ja eigentlich gar nicht altruistisch, wenn man auch profitiert. Und sagen, ja, wir bieten den Leuten Gold an, um sich selbst abzusichern. Könnte es nicht einfach sein, dass Polleit und Krall davon überzeugt sind, dass Gold eine gute Sache ist und deswegen in den Goldhandel eingestiegen sind und nicht umgekehrt, dass, wie er jetzt hier suggeriert. Er suggeriert ja, sie sind im Goldhandel und sagen deswegen, ja, Gold ist eine gute Sache. Aber vielleicht denken sie auch, Gold ist eine gute Sache und sind deswegen im Goldhandel. Also ja, das, natürlich. Das ist ja so eine Sache, das kann man von beiden Seiten sehen. Und also ich unterstelle denen, so wie ich die jetzt, nicht persönlich natürlich, aber so wie ich die kenne, würde ich sagen, die sind sehr überzeugt davon, was sie sagen und deswegen auch dem Gold nicht abgeneigt oder zugeneigt sogar. Wenn er schmeißt es ja alles in einen Topf mit, also Libertarismus und österreichische Schule und mein speziell der Professor Polleit ist erstmal einfach nur Wirtschaftswissenschaftler. Ja. Und Analytiker, wenn du so willst, im Geiste der österreichischen Schule. Mhm. Und das ist ein völlig anderer, also es ist eine Herangehensweise, die sich Herrn Kemper offensichtlich noch nicht erschlossen hat. Sonst würde er nicht diese Fehlschlüsse die ganze Zeit ziehen. Aber wie gesagt, wir haben ja noch eine Stunde vor uns. Genau. Ja, sollen wir weitermachen, ja, ne? Ja. Gehen. Und jetzt gibt es noch den Martin Renner. Das ist den auch ganz spannend. Nicht. Martin Renner hat das Logo. Den Namen habe ich schon mal gehört. Das ist ein AfDler der ersten Stunde. Der war schon mit dabei, als die damals in Niedersachsen, als die mit den Freien Wählern im Januar 2012 versucht haben, mit den 2013 versucht haben, in den Landtag zu kommen von Niedersachsen. Und das war eine komplette Niederlage. Dann saßen die abends zusammen, haben gesagt, jetzt machen wir eben die AfD auf. Hm. Da war er schon mit dabei, das ist von Anfang an. Er wäre auch schon fast rausgeschmissen worden. Und jetzt
ist ja quasi ein jemand, der strategisch gesehen auf Föcke-Linie ist. Er sagt eben auch, es gibt demnächst den Zusammenbruch. Und er bezeichnet sich als Freund von Krall. Er sagt, mein bester Freund Markus Krall sagt ja auch, dass es demnächst den Zusammenbruch geben wird. Und, stottert er oder habe ich das auch schon mal gehört? Er will aber eben was Rentenpolitik. Ja, der redet ja von diesem Renner gerade. Geht ja eben auch in Richtung. Ja, aber dieses, also ich bin ein Freund von Karl, habe ich schon. Da hat man wieder diese Trennung halt Strategie und. Schon mal angehört alles. Und ja, da ist Renner, wie gesagt, bezeichnet sich eben auch als Freund von Markus Krall. Und Markus Krall ist ja nicht nur innerhalb der AfD wichtig. Er hat halt Vorträge gehalten, auch bei Jens Urban in. Aber by the way, ich bezeichne mich auch als Freund von Thorsten Polleit, ohne ihn selbst je getroffen zu haben. Also ich also man kann auch gerade nicht, also seiner Ideen. Genau. Also man kann ja auch sagen, ich bin ein Freund des Libertarismus, ohne die Person Libertarismus jemals kennengelernt zu haben, die es nicht gibt. Also aber, wenn ich jetzt Ich weiß ja nicht, ich kenne ja das Originalzitat nicht mit, ich bekenne mich als Freund von Markus Krall. Ja, also bester so. Freund wäre schon mein, ja, mein bester Freund. Er hat bester Freund gesagt, du. Hat er ich weiß Freund gar nicht, wer dieser Herr Renner ist. Ja, okay. Ja, eben, weiß ich auch nicht. Und da ich mich mit Markus Krall ja schon öfter mal beschäftigt habe, denke ich mir eigentlich, ich müsste was von dem Renner wissen, aber. Naja. Also Herrn Krall habe ich schon persönlich getroffen. In Frankfurt waren wir da mal auf einer Veranstaltung, wo er einen Vortrag gehalten hat. Ich war dann auf dem Podium, wo es um die Kryptowährungen ging. Und ich habe mir auch am Anfang kurz mit, also nicht intensiv, ja, aber auf einer eigentümlich Freikonferenz in Usedom war er auch. Mhm. Also wir sind ja Teil dieses perfiden Netzwerks der libertären Weltverschwörung. Ja, ja. Ja, ich jetzt auch seit neuestem, ne? Also ich darf mal darauf hinweisen, es gibt bei Eigentümlich Frei ein Video mit mir und da bin ich bei dem Max Reinhardt zu Gast. Also schaut da mal rein. Es ist zwar ein bisschen peinlich, weil es ist mein erstes Interview gewesen. Und dementsprechend verhaspel ich mich auch schon mal, aber ja. Das ist ein Ritterschlag. Ey, ohne Spaß, ne? Ohne Spaß, wirklich. Also als der uns angefragt hat, habe ich schon gesagt so, oh geil, das ist auf jeden Fall, jetzt sind wir mit dabei. Und ich hatte ja hier auf dem Discord gefragt, so ey, ich würde das gerne machen, so, aber wenn jetzt jemand anders viel lieber will, so, dann meldet euch. Und dann hat sich ja im Prinzip keiner gemeldet. Ja, man kann, glaube ich, sagen, ohne die eigentümlich frei würde es die MLPD nicht geben, oder? Weiß ich gar nicht. Sind das so ein? Also mich haben sie schwer beeinflusst. Ich bin ja tatsächlich eigentümlich frei Leser seit der allerersten Ausgabe. Gott, das war noch Ende der 90er. Mhm. Da war ja okay, da ja, war dann das Lob, in dem Sinne, ja. Da kann war man schon sagen. Da war das Logo der eigentümlich frei, weil damals habe ich mich selber ja noch sowieso als links betrachtet, also noch mehr als heute, also sehr, sehr viel mehr als heute, und war so Grunge-Punk zugeneigt und fand es irgendwie sehr, sehr sympathisch, weil so ein damaliger Mentor von mir hat mir halt die Ausgabe da in die Hand gedrückt und das Logo mit einem Punker, einem Unternehmer und der war der dritte, ich glaube eine ganze, wer war denn die dritte Figur? Jedenfalls, dass er ein Punker irgendwie auch mitmachen durfte, fand ich erstmal ganz sympathisch und irgendwie lustig, dass das jetzt irgendwie Anarcho-Kapitalisten, was sind das denn jetzt für welche, ja? Ja. ja, das waren halt die Jungs von André Lichtschlag und Eigentümlich frei, die Pioniere. Wir nehmen ja hier dem Herrn Kemper die Arbeit vorweg. Wir legen die Karten ja auf den Tisch. Ja, genau, ja. Wir sind Teil der libertären Weltverschwörung. wir streben das alles an. Wir sind sakrale Proprietaristen. Ja. Und ja, so ist es. Und hier, liebe Welt. Kann man so sagen, ja. Wir outen uns. Genau. Wir erklären halt für diejenigen, die jetzt halt stark verunsichert sind,
wenn die da so hier dem Herrn Kemper und dem Herrn Jung zuhören und sich denken, oh Gott, diese Libertären, die wollen irgendwie Kinder traden und was wollen wir alles? Faschisten helfen und Demokratie abschaffen natürlich, was auch immer das genau heißt. Und sozial und ja gut, mit Demokratie abschaffen haben die jetzt nicht unbedingt Unrecht. Wobei ich da ja auch immer sagen Definition muss. An genau, ja. Da muss ich ja immer noch sagen, wenn man jetzt meine Vorstellung von freien Privatstädten hat, dass im Prinzip alles Deutschland 1000 Lichtensteins ist, dann schließt es das ja nicht aus, dass es da Privatstädte gibt, die komplett demokratisch sind, die sozialistisch sind, die kommunistisch sind. Also man will das den Leuten ja nicht wegnehmen. Man will die ja nicht zwingen, frei zu sein. So. Die können sich natürlich unterdrücken lassen. Also Demokratie ist leider und wieder ein bisschen, ich bin zwar, wie gesagt, kein Soziologe wie der Herr Kemper, aber ein bisschen habe ich mich mit dem Herrn auch beschäftigt. Am Gymnasium schon mit Altgriechisch und Demokratie, also Demos, das Volk, Kratein herrschen und so weiter, also da haben die alten Griechen sich schon den Kopf drüber zerbrochen, wie man das alles regelt. Er hatte ein sehr spezielles Verständnis davon, ja, genau. Halt eben, aber das hatten wir ja schon in den ersten drei Folgen halt eher sehr rätedemokratisch. Eigentlich müsste man jedes Mal, wenn er demokratisch positiv verwendet, müsste man das durch rätedemokratisch ersetzen. Weil, ja, oder also, sozialistisch. Ich meine, ich bin, wie gesagt, Jahrgang 76 und was ich alleine in meiner Lebenszeit erlebt habe, wie sich der, also als ich 20 war, vor 24 Jahren, war das noch weniger, also da war das irgendwie noch klarer, dass Demokratie schon auch heißt, Marktwirtschaft und Eigentumsrechte. Ja, also es muss irgendwie ein Kompromiss sein, aber dass man an Eigentumsrechten nicht rüttelt und so, ja. Dass das auch irgendwie zum Kern der Demokratie, also dass sich überhaupt niemand mehr Gedanken drüber macht, dass die heilige demokratische Mehrheit vielleicht auch mal auf dumme Gedanken kommen könnte. Ja, das ist schon irgendwie recht postmodern. Ja, aber da sind wir ja gelandet im Jahr 2020 in der Postmoderne. Und haben Experten wie Andreas Kemper, die als Soziologen vom Staat ausgebildet. Ich meine, dass sowas da irgendwie dann gefördert wird auf Steuerzahlerkosten. Ich meine, in der Privatstadt gäbe es wahrscheinlich relativ wenig Nachfrage nach solchen Wissenschaftlern. Definitiv, ja. Wobei, hast du jetzt Kemper als Wissenschaftler bezeichnet? Der ist, also nach offiziellem Sprachgebrauch, der ist doch, ist er nicht diplomierter irgendwas in Ja, aber das heißt Unimus? Ja nichts. Also ich kann ja ein Diplom sein ohne Wissenschaft, Diplom haben ohne Wissenschaftler zu sein. Im Allgemeinen, ja gut, ja, ich meine, ja, kann man auch drüber debattieren, was das genau heißt, aber so. Hat er eine Professur? Ja. Nein, also. Hollert schon. Hat er eine Professur? Nein. Ach so, okay. Vorleid schon. Also? Das stimmt. Wer ist jetzt hier der coolere Wissenschaftler? Vorleid 1, Kemper 0. Ja, genau. Naja, dann hören wir mal weiter zu. Genau. Dem Parteichef halt von der AfD Sachsen, ja, wo er dann auch gefordert hat, hier, wir müssen das allgemeine Wahlrecht abschaffen. Wir machen den Umsturz und schaffen das allgemeine Wahlrecht ab. Und Jens Urban musste dann, war ein bisschen in Verlegenheit. Er meinte, ja, er wollte jetzt auch nicht seinen Gast vom Kopf stoßen und meinte, ja, so im Erzgebirge wird das halt schwierig, den Leuten zu erklären, dass das allgemeine Wahlrecht abgeschafft werden soll, dass Leute, die Hartz IV bekommen, nicht wählen dürfen. Ne? Ein dickes Brett, was wir da zu bohren haben. Jetzt aber auch nicht abgelehnt. Ne? Das heißt, das sind schon Positionen, die im Grunde genommen erklärt er ja genau diesen Zusammenhang, dass die ja quasi dann, ja, käuflich dann sind oder was im Erzgebirge oder. Ja, ja, prinzipiell naja. Schon. Ja. Halt in der AfD auch wirkmächtig sind. Aber was die halt da teilen dann, dieser Martin Renner und Höcke, ist eben, wir arbeiten auf einen Umsturz hin. Und dann gucken wir weiter. Na, das ist halt diese Diskurs. Renner und Höcke sind jetzt also unterschiedliche Ideologien. Also er hat jetzt gerade Renner und
Ach so, nee, Renner war ja der, den wir nicht kennen. Ich meine jetzt Fröhlich. Ich dachte, er hätte jetzt Fröhlich und Höcke in einen Topf geworfen. Nee, nee. Na, okay, nee, gut. Dann können wir weitermachen. Wichtig ist erstmal der Umsturz. Und dann gibt es eben die Leute, diese Privatrechtsleute mit Krall und den Leuten. Und dann gibt es diese Faschisten wie Höcke, die ja auch vom Umsturz spricht. Als Landolf Ladig sagt er, demnächst gibt es einen Umsturz wegen Erdölknappheit. Der Höcke ist Faschist, aber wir nicht. Krall sagt, es gibt einen das ist gut. Es gibt einen Crash wegen Banken. Ja, so. Aber es läuft das gleich hinaus. Da könnte ich. Also da musst du mir nur sagen, wie viel ich reden soll, weil also genau zu dem Thema, was der Krall über Bankbilanzen versteht und was nicht, das kann ich, glaube ich, recht gut beurteilen. Als ehemaliger Manager eines Fonds? Ja. Nee, du warst kein Fondsmanager, du warst. Genau, also ich meine, ich habe lange in der Finanzbranche da gearbeitet und dann eben halt auch als Manager eines Dachfonds. Ja, doch, Fondsmanager. Aber auch, ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit Austrian Economics und eine Schwachstelle der österreichischen Schule war nach meiner Wahrnehmung oft, dass sie da theoretisch wie hier Goldstandard und so die ich sag jetzt mal die Basics wie ein Geldsystem sich wahrscheinlich entwickeln oder ich meine erstens sich ja entwickelt hat in der Realität, in der Vergangenheit und sich entwickeln könnte, etc. pp. Da sind sie recht firm. Aber so mit den echt esoterischen, boah, wie soll ich das nennen? Arcana eigentlich, ja. Also das ist ja fast schon also des Fiat Money Systems, ja. Also mit den Swap Lines zwischen den Zentralbanken und den Repo Rates und den diversen Derivaten, die es gibt und Bankbilanzen. Also im europäischen Bankensystem. Bankbilanzen, da weiß ich noch, ich bin seit 2012 bin ich da raus, also aktiv im dann nicht mehr im Management. Mhm. Aber schon damals, ich meine, die Finanzkrise habe ich zum Beispiel live als Fondsmanager miterlebt. Mhm. Die 2007, 2008, 2009. Und die Staatskrise meinst du? Und ich weiß noch zu meiner aktiven Zeit, also spätestens, also weiß ich, 2011, da gab es schon, und ich war ja Dachfondsmanager, das heißt, ich habe mit Fondsmanagern geredet, die wirklich, das waren die Top eben im Publikumsfondsbereich, die Top-Fondsmanager, die seit 30 Jahren echt gute Arbeit machen und mein Spezialgebiet waren ja nicht die aktiven Fonds, die jetzt einfach nur Aktien-only, sondern die Asset-Allocator, also die vermögensverwaltenden Ansätze, die also überlegen müssen, wie hoch die Aktienquote ist, etc. pp. Sprich, also es waren echt die Top-Leute und selbst die haben mir gesagt, ja, also Banken haben wir im Moment gar nicht im Portfolio, aber nicht, weil wir irgendwas dagegen haben oder so, sondern weil wir die Bilanzen einfach nicht mehr verstehen. Mhm. Weil es so intransparent geworden war. Und ich meine, das ist also, ich frage mich heute echt eigentlich nur noch, ist das alles irgendwie eine große Verschwörung? Aber auf der anderen Seite, da blickt doch keiner mehr durch bei dieser großen Verschwörung. Ja. Das Euro-Fiat-Money-Systems, was dann eingebettet ist im globalen Fiat-Money-System mit dem Dollar, der ja noch größer ist und etc. pp. Also es ist ja ein endloses Thema, von dem Herr Kemper mutmaßlich nicht so sehr viel versteht und wo der Krall eine geradezu einzigartige Kombination ist von extremen Sachverstand in Sachen österreichische Schule, also sein Mises, Hayek etc. Ja. Kennt er alles. Und er ist ein richtiger Top-Experte für Bankbilanzen. Der Dr. Krall hat an einem Risiko, also ich hoffe, das kann man alles nachlesen oder ihn nachfragen, aber so vereinfacht gesagt, er hat an einem System mitgearbeitet, womit man das Risiko von Bankbilanzen halt überhaupt messen konnte und das schon, aber dann hat eben durch die Finanzkrise haben sich ja auch viele Parameter geändert, weil dann gab es auf einmal Nullzinsen und das war in den ganzen Modellen vorher ja gar nicht vorhergesehen, weil das weiß Otto Normalverbraucher, der kriegt das ja nicht erzählt, wie eigentlich das großartige Euro-Geldsystem jetzt eigentlich wirklich funktioniert in den Inner Workings. Ja?
Ja. Otto Normalbürger kriegt es ja am Bankautomaten vielleicht mit oder bei seinem Online-Banking. Und, ja, und das war es dann auch schon. Krall, also es ist sehr leicht und von irgendwie Crash-Propheten zu sprechen. Und man liegt sogar verdammt oft richtig, wenn man sich drüber lustig macht, über Crash-Propheten. Aber in dem Fall, also zum Beispiel den Kollaps des Bankensystems. Es war ja, ich rede jetzt von Prä-Corona, also seine diversen Updates habe ich jetzt gar nicht so eins zu eins immer alle verfolgt. Aber schon bevor Corona hat er ja vorher gesehen, dass 2020 heftig wird. Ja. Deswegen ist ja durchaus, ja, sagen wir mal, verschwörungstheoretische Ansätze gibt da, sich zu überlegen, sagen wir, ist das jetzt eigentlich wirklich alles Zufall hier? Ist der wirklich so aus dem Nichts gekommen, dieser Virus? Der kommt ja gerade richtig eigentlich für, weil, also, ein paar Sachen wären sowieso passiert. Und naja, gut, jetzt ist halt dann der Virus schuld. Aber, der kann das ja vorhersagen mit Bilanzkennzahlen und wenn, also es sind ja gewisse, es ist ja kein Lotto, diese ganzen Geschichten. Also ja, klar, der Staat kann alles Mögliche machen, aber da sind immer noch Sachen wie ja Ausfallrisiken und so weiter, das ist ja alles immer noch da. Es ist ja noch nicht total verstaatlicht und alles völlig wurscht, sondern wir haben ja so ein komisches Hybrid Zombie-System von schon irgendwie noch privaten, inzwischen immer größeren Banken. Wir diskutieren ja gar nicht mehr über too big to fail. Früher war das ja noch, wir müssen aufpassen, dass die Banken nicht too big to fail werden und es darf nicht immer weiter konzentrieren. Aber genau das passiert ja in der Realität. Gibt es denn real überhaupt noch Ausfallrisiken für die Bank, wenn sie genau wissen, sie werden vom Staat gerettet? Eigentlich könnte man doch sagen, ja, wenn ich doch sowieso gerettet bin oder Moment. Werde mit Steuergeldern. Es kommt darauf an, wie sehr du da reinzoomen willst. Auf einer großen Makroebene kann man sagen, okay, die Bank X, ich will jetzt keine Namen nennen, ja, oder aber die Deutsche Bank, weil sie schon so heißt, ja. Die an sich, die ist zu wichtig, um zu kollabieren. Ja, okay, gut. Aber das heißt nicht, aber ihre ganze Bilanz ist voller Ausfallrisiken. Ich meine, das ist ja irgendwo. Ach so, nee, also, klar. Ja. Aber als wenn man doch weiß, man wird gerettet, ist ja die Frage, ob man da noch so viel Wert drauf legt, ob man die Ausfallrisiken denn überhaupt noch großartig betrachtet. Also klar, im Prinzip schon, weil es ist für die Bank oder für die Zahlen am Ende des Quartals ist es natürlich sehr gut, wenn man keine Ausfälle hatte. Aber in der Praxis, mein Eindruck als Beobachter ist halt, dass es ist als Bank, als konkreter Bankvorstand, ja, es gibt dieses Phänomen in der Herde, ja, too big to fail, wir werden schon, aber es ist nicht so, dass jetzt ein Bankvorstand dann komplett reckless einfach nur drauf los die Bilanz verlängert oder sonst irgendwas, einfach weil er hat es ja nicht schriftlich, dass sie dann gerettet werden und vor allen Dingen heißt es nicht, dass er persönlich da nicht dran ist. Mhm. Weil die Deutsche Bank überlebt vielleicht, aber der CEO ganz bestimmt nicht. Ich meine, der hat dann seine Abfindungen und alles, das ist dann wieder ein anderes Thema. Ja, richtig. Er geht nicht in den Knast dafür oder wenn, dann nur eine kurze Zeit vielleicht. Also. Du, ja, ich meine, es kommt darauf an, was, ich meine, weißt du, wenn dieses Mal der richtige Big Bang kommt, weil letztes Mal ist er ja ausgeblieben, 2009 im März durch Bernanke etc., auch ein paar Buchhaltungsregeln geändert etc. pp., hat der Markt ja dann auf einmal geglaubt, okay, die Deflationsspirale wird gestoppt von der Fed, kostet es, was es wolle, egal wie. Zur Not ändern wir die Buchhaltungsregeln. Und schwupps, ja, und dann ist es halt eben nicht mehr abwärts gegangen. Und jetzt haben wir halt ein paar Jahre wieder weiter aufgeschuldet. Ja, und massiv. Ja. Und wie gesagt, nach Kralls Prognosen vor Corona. Also im Grunde genommen, ich meine, wir haben jetzt hier schon Ende Oktober, also eigentlich nach meinem Verständnis seiner Prognosen
hätten wir eigentlich jetzt schon Schlimmeres erleben müssen an den Börsen. Aber wir sind thematisch halt auch irgendwie völlig abgelenkt. Ja, weil es ist in dem Kreditgeldsystem, ich meine, es steckt ja so Kredere, das Glauben steht ja im Wort drin, es ist halt auch viel Glaubenssache und viel Reporting und so weiter. Mhm. Und solange alle dran glauben, dass das System sicher ist, ist es schon mal ziemlich sicher, weil dann rennen sie nicht alle zur Bank und heben es ab. Ja, und vielleicht gibt es demnächst ja gar kein Bargeld mehr, dann gibt es sowieso nichts mehr zur Bank rennen und abheben. Also, wobei mein Bankrun war ja, also ich habe teilweise Gold nicht anonym gekauft, sondern dann über Online-Shops. Und natürlich habe ich Bitcoin gekauft. Also mein Bankrun ging nicht zum Geldautomaten, sondern per Überweisung. Genau. Und ich weiß nicht, wie viele Leute das sonst noch so gemacht haben. Also ich halte eine Minimalsumme quasi nur noch in Fiat Money, also in Euro. Also mein Bankrun ist schon durch. Ich brauche nicht zum Geldautomaten gehen und da abheben. Ja. Und vielleicht kann man das auch anderen Menschen empfehlen. Oder was heißt empfehlen, aber vielleicht zur Überlegung nahelegen. Es muss ja jeder immer noch für sich selbst wissen, ob er denn sein Geld gerne in Euro bei einer Bank hält als Schuld. Ja, und, ne, also die Leute müssten, wenn das klingt jetzt auch schon wieder so paternalistischer, die Leute müssen dieses oder jenes. Nee, deswegen sage ich ja, aber zur Überlegung nahelegen. Ne? Also ich will ja keinem was empfehlen, aber denk mal nach. Wie das genau funktioniert, ja. Aber naja. Ja, wollen wir mal Camper weiter gucken, weil wir sind jetzt schon wieder bei der halben Stunde und haben gerade mal 4 Minuten. Ach du Scheiße, ey. Es wird immer schlimmer. Vielleicht müssen wir an einem anderen Tag nochmal aufnehmen. So, ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Wir dann halt genau. Sachen umsetzen und wir müssen auf den Umsturz hinarbeiten. So. Und nach der Umsturz. Genau, das Gefährliche bei Krall ist dann, einerseits steckt sehr viel Geld dahinter. Er wird eingeladen. Die zweite Mises-Konferenz hat im Haus der Deutschen Börse stattgefunden. Weil die Geschäftsführer vom Haus der Deutschen Börse sich sehr angetan gefühlt haben von Thorsten Polleit. Ne? Ja, das sind nochmal ganz andere Bereiche, wo die halt wirkmächtig sind als so ein Andreas Kalbitz oder so ein André Poggenburg. Ne? Die haben nochmal ganz andere Zugänge. Und Markus Krall ist sehr, sehr aktiv. Der tritt zusammen auf mit Epoch Times. Epoch Times ist die größte rechtspopulistische Internetseite, die wir haben. Jetzt kommst du wieder. Ja, ich weiß es nicht. Also, was sagst du denn zu dem? Was hat er gesagt? Es ist die größte rechtspopulistische Seite, die wir haben. Ja. Ist das das? Wäre das so das Erste, was dir zum Thema Epoch Times einfällt? Das wäre nicht das Erste, was mir zur Epoch Times einfällt. Aber, also, wenn man mich fragen würde, wer kennt es denn überhaupt? Fast keiner, glaube ich. Oder? Keine Sau. Ja, also, wenn ich alle meine 110 Facebook-Freunde fragen würde, kennt ihr die Epoch Times? Würden wahrscheinlich 5 sagen, ja, du hast, glaube ich, mal was von denen verlinkt. Und alle anderen würden sagen, die kenne ich nicht. Dann lassen wir uns doch mal von Herrn Kemper erzählen, was er zu Epoch Times sagt. Also die größte rechtspopulistische Plattform, die wir haben, hat er schon gesagt. ja, genau. Wir haben, also größer als so rassistische Seiten wie PI News oder YouWatch oder... Noch größer als PI News? Das weiß ich sogar. PI News schon mal hat 30.000 Aufrufe im Monat oder so? Ich habe keine Ahnung. Was? Das ist dieses politically incorrect, ja, genau, islamfeindlich angeblich oder sowas. Ja. Also jedenfalls überhaupt nicht libertär. Und was ist das Zweite, was er genannt hat? Kompakt. Kompakt. Das ist Dingsbums. Wie heißt der? Elsässer. Ja, Jürgen Elsässer, genau. Über den ich auch nicht so sehr viel weiß, ehrlich gesagt. Die schreiben sich ja teilweise selbst auf die Fahne, dass sogar Linke für dieses Magazin schreiben. Also, ja, der war ja mal Linker. Er selbst war ja mal, wie fast alle Libertären, aber er ist ja auch kein Libertärer, er ist ja auch ein Konservativer. Und, der Elsässer? Ja, würde ich schon sagen. Wäre jetzt meine persönliche Einschätzung. Also, wie nennt er sich denn selber?
Kann ich hier gar nicht sagen. Keine Ahnung. Egal. Okay, weiter. Es geht jedenfalls nicht um Libertäre. Was war nochmal die Überschrift oder die Unterschrift vom Kompakt-Magazin? Ja, nur Debattenmagazin, glaube ich, ne? Ich glaube, der setzt ja gar nichts vor, liberal oder konservativ oder sowas. Einfach nur das Debattenmagazin. Okay, schauen wir mal weiter, oder? Abrufstärkste Internetseite ist Epoch Times und das ist die wird nicht so wirklich ernst genommen, weil dahinter steckt Falun Gong. Falun Gong ist eine Dissidentengruppe aus China, die machen so Schattenboxen, also so sowas wie Qigong, irgendwie ein bisschen anders. Und die stark verkürzt, aber okay. Sind in China verboten, sind verfolgt worden und haben jetzt auch sowas wie noch so ein also man greift die nicht so gerne an, weil die eben verfolgt sind vom autoritären. Ja, ich wollte gerade sagen, also sie werden. Man greift die nicht so gerne an. Wer ist Mann? Chinesischen Regime. Ja, vor allem das sozialistische chinesische Regime. Ja, nur weil sie vom sozialistischen chinesischen Regime verfolgt werden, sind sie auf einmal rechtspopulistisch? Oder? Ja, Moment. Lass sie mal weiterreden. Ja, okay. Und machen hier Propagandarechte? Die arbeiten Sekunde. Ganz eng zusammen mit, also die, wenn man sich anschaut, was sie da alles verbreiten, dann sind das ganz klar rechtspopulistische Positionen. Ja, das ist so rechtspopulistisch. Und, es ist halt antikommunistisch wahrscheinlich und das macht es dann rechtspopulistisch. Also ich kann zu dem Thema einiges sagen, aber er wird ja später auch noch das Buch von denen erwähnen. Okay. Dann gehen wir darauf ein. Ja. Und die haben jetzt ein dreibändiges Werk herausgegeben. Epoch Times. Ah, jetzt ist schon das Buch. Wie der Teufel in der Geschichte wirkt. Ja, und, Moment. Wie der Teufel die Welt regiert oder so. Sekunde. Ich habe es ja als Audible-Dingsbums. Wie heißt das? Audiobook. Mhm. Es ist ein dreiteiliges Buch. Ja. Wie der Teufel die Welt beherrscht. Ist das überhaupt offiziell von Epoch Times? Also die werben auf jeden Fall damit und es ist glaube ich auch ich bin Agnostiker. Moment, ist eine blöde Frage. Wir sind gerade am Anfang von Folge 5, gell? Folge 4, oder? Also wir sind in der Mitte von Folge 4, meine ich. Nee. Oder? Ich müsste jetzt nachgucken. Moment. Habe ich jetzt Zeit auszuholen oder ist die Folge gleich um oder wo sind wir denn gerade hier? Nee, wir haben noch locker eine halbe Stunde, wenn nicht noch mehr. Also du kannst ruhig ausholen. Ich denke. Ja, lass mir mal ein bisschen zu Ende reden über Epoch Times und wenn er dann das Thema wechselt, dann können wir darauf zurückkommen. Ja, mach das ruhig, ja. Gegen Sozialismus und stellen quasi Sozialismus und Teufel gleich. Und das ist ein dreibändiges Werk. Und da treffen die sich mit Markus Krall, weil der auch sagt, ich lasse mal weiterreden. Da treffen sich mit Markus Krall. Also, quasi zwei Wirkmächte. Es gibt in der Geschichte, es gibt Gott und es gibt den Teufel. Und der Teufel ist der Sozialismus. Er sagt dann, der Teufel ist das, er spricht auch vom Tiersozialismus. Ja, hat dann irgendwelche Bibelstellen, die er dann auch zitiert, ne, wo dann mit der Apokalypse, dass das Tier hat dann drei Zeichen, 666, ne, das ist dann der. Also ich habe da ein bisschen das Problem, ich bin ja selber Agnostiker, ja, also ich bin ja gar kein Erzkatholik da, aber ich weiß, wie diese Leute argumentieren, ich weiß auch, wie der Krall da argumentiert und das ist, also ich kann nur beurteilen, dass das jetzt sehr seltsam entstellt. Also es ist nicht völlig falsch, was er da gerade sagt, aber halt irgendwie irgendwie so dargestellt, dass er das halt irgendwie auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, ja. So Teufel, gut und böse und so. Und die Geschichte mit dem das Thema, was da in dem darum ging es ja eigentlich, das Epoch Time Buch. Also für mich als Agnostiker ist dieses Epoch Time Buch oder wie der Teufel die Welt beherrscht, wie das heißt, schon auch anstrengend, weil ich diese religiöse Sprache nicht gewöhnt bin. Ja. Ich bin sehr säkulär aufgewachsen. Also mir wurde nie ich wurde zwar getauft, katholisch, und Kommunion wurde auch noch mitgemacht, aber es war immer eher so,
es war immer klar, von meinen Eltern zumindest, meine italienischen Verwandten haben das zum Teil deutlich ernster genommen, aber da habe ich ja nicht gewohnt. Bei mir war das halt so, ja, das macht man halt irgendwie so aber nicht wirklich, aber glaub, was du willst, so nach dem Motto. Und ich war der katholischen Kirche sehr kritisch gegenüber und hier, dass sie, also es ist tatsächlich so, die sehen und die, muss man dazu wissen, wer die sind, ist gar nicht so klar bei diesem Buch, bei diesem dreibändigen Buch, weil das unterschiedliche, es ist ein Autorenteam und die sind zumindest zum Teil anonym, ja. Weil es eben Verfolgte eines kommunistischen Regimes sind. Und das spricht er nie aus, aber die Kommunisten sind seitdem es die gibt, massiv antireligiös. Ja. An ganz, ganz, ganz prominenter Stelle sind es auch die Katholiken. Und aus katholischer Sicht, wenn man halt eben Gut und Böse, Gott, Teufel etc. glaubt, also ich kann es durchaus nachvollziehen, dass die Leute wie den Kemper, der also ein Sozialist ist, was ein Katholik jetzt als die göttliche Ordnung, heilige Ordnung irgendwie bezeichnen würde, ja, wo dann Frieden herrscht, wenn sich alle an Eigentum halten und so weiter, ja, und wo es gerecht ist, das sieht der ja als teuflische Unterdrückung und andersrum. Ja, das ist, genau, was ich meine. Ja. Und das Buch ist aber eigentlich, dieser Teufel, sie versuchen es so, sie glauben halt dran, die Autoren, aber sie sind, also wenn ich sie beschreiben müsste, ist es irgendwie ein polytheistisches Team. Weil es sind einfach Leute, die ja, polytheistisch, ja, die glauben, also die sprechen für alle möglichen Leute, die sich als religiös sehen, die halt nicht explizit atheistisch sind, während ja zum Beispiel die Kommunisten ja eigentlich, bevor sie angefangen haben, die diversen Kirchen oder Religionen auch zu unterwandern, ziemlich radikal und explizit, also es gibt Wissenschaftler, um auch mal hier Wissenschaftler zu zitieren, die sehr plausibel darlegen können, dass man Marx durchaus satanistische Tendenzen nachsagen kann. Oder man kann sie in seinen frühen Gedichten zum Beispiel schlicht und ergreifend feststellen. Also wenn das nicht satanistisch ist, dann weiß ich auch nicht, was es ist. Also dann verstehe ich selber auch nicht mehr weil Satanismus heißt ja nicht irgendwie bei Vollmond Hühnerschlachten oder irgend sowas. Ja. Sondern ist ja eine etwas komplexere Ideenwelt. Und ich persönlich bin auch zum Thema Satanismus agnostisch, weil ich durchaus auch die positiven Sichtweise hier mit Lucifer, der Lichtbringer und so weiter, oder der erste Rebell, das kann ich alles nachvollziehen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es ist nicht so einfach, in Gut und Böse darzustellen, wie Kemper es tut. Und aus meiner Sicht, der Krall beispielsweise, oder wir Libertären, wir verteufeln ja, oder wir versuchen ja zum Beispiel zu Herrn Kemper, der uns ja unterstellt, wir werden irgendwie so Werkzeuge des Bösen und profaschistisch, weiß ich was. Wir versuchen ja so fair wie möglich zu sein. Ja, genau. Aber im Grunde genommen ist es halt echt genau andersrum. Also der ist der Verschwörungstheoretiker, der uns, weiß ich was, unterstellt. Aber seine Ideologie hat einen gigantischen Machtapparat hinter sich. Jetzt hast du selbst schon gesagt, was ich in der ersten Folge gesagt habe. Ich hatte ja gesagt, irgendwie hat er für mich verschwörungstheoretische Tendenzen. Also jetzt nicht unbedingt so im negativen Sinne, sondern tatsächlich auf Sendung. Weiß ich gar nicht. Es könnte auch die erste Aufnahme gewesen sein, die wir abgebrochen haben. Oder haben wir da in der Pause drüber geredet? Nee, es könnte auch die erste Aufnahme gewesen sein, die wir abgebrochen haben. Aber ich hatte ja relativ früh am Anfang gesagt, dass er für mich irgendwie so verschwörungstheoretische Tendenzen hat. Also jetzt, dass er sich also mit Verschwörungen nicht auseinandersetzt auf theoretischer Ebene, also rein sachlich. Aber eventuell auch zu den falschen Schlüssen kommt dadurch. Also die Analyse, wenn
ich sehe das Verschwörungstheoretische im negativen Element, wenn es überhaupt zur Verschwörungstheorie dazugehört. Aber so wird es halt meistens benutzt. Mhm. Also in dieser Verschwörungstheorie wird ja oft benutzt als ja irgendwie falsch, paranoid, sonst irgendwas. Ja, ja, ja. Und nicht jede Verschwörungstheorie ist falsch. Also genau. Viele stellen sich nachträglich als richtig raus. Ne? Man zieht da unzulässige Schlüsse oder so. Das würde ich dem Herrn Kemper gar nicht vorwerfen jetzt zum Beispiel. Mhm. Also er analysiert durchaus sauber. Also die Netzwerke, die Vernetzungen. Die sind da, ja. Aber, was er danach daraus zieht. So. Ja, vor allen Dingen, also er stellt... Wenn man halt den Kontext, ja, okay, das ist jetzt halt aus seiner Sicht, und das stellt er eben nicht klar. Ich meine, aus seiner politischen Sicht, also stramm links, wenn nicht sogar linksradikal oder extrem oder was auch immer, sind das natürlich die politischen Feinde. Also nicht das, sondern wir. Wir sind ja wahrscheinlich auch die politischen Feinde, nehme ich mal an. Gehe ich von aus. Und ja. Genau, das treibt er jetzt die ganze Zeit. Und wir haben immer noch wie viel Zeit, uns damit zu beschäftigen? 50 Minuten. Ja, dann hören wir jetzt mal noch 50 weiter. Minuten. Genau. Okay, Endspurt. Das ist der Teufel, der Gehörnte. Ja. Und das ist der Sozialismus. Und jetzt kommt es eben zum Kampf zwischen Sozialismus und den Kräften des Lichts, weil Gott hat den Menschen das Eigentum gegeben. Ja, das ist das. Und dieser Kampf, der wird demnächst stattfinden, wenn es zum Crash kommt, ne, wenn es zum Schwur kommt, wie Markus Krall sagt. Okay, nur ganz kurz noch abschließend zu Epoch Times. Also so simplifiziert wird es da nicht dargestellt. Es ist im Gegenteil. Also ich kann, obwohl ich Agnostiker bin, das Buch wirklich nur empfehlen. Einfach nur mal Teil 1. Man muss hier nicht gleich die ganze Trilogie kaufen. Und ich habe es zum Beispiel auch nur als Audiobook und mir ist nicht extra bestellt. Es ist eine hochinteressante Geschichte der kommunistischen Unterwanderung, und zwar auf der ganzen Welt. Mhm. Und die hat nicht erst seit gestern begonnen. Ja, eben. Aus einer religiösen Brille, und wo man auch eben an diabolisch und teuflisch und so weiter ja glaubt. Und ich muss halt eben als Agnostiker gestehen, es gibt Dinge, die sind so abscheulich, da geht mir auch das Säkuläre, also das Weltliche, oder es gibt auch Dinge, die sind so schön, so heilig eben. Mhm. Mit welcher wissenschaftlichen, weltlichen Vokabel willst du jetzt heilig ersetzen? Doppelplus gut? Ja. ja. Ja, vielleicht kommen wir da mal hin, aber sind wir halt noch nicht. Ja, was ich aber auch noch sagen muss, wenn man jetzt an Satanismus glaubt, heißt das ja noch lange nicht, dass man selbst an Satan glauben muss oder an Gott glauben muss. Man kann das ja auch aus der atheistischen Sicht sehen, dass andere Menschen an Satanismus glauben und dem frönen. Man muss ja selbst nicht dran glauben, um zu denken, dass sie so handeln. Also satanisch quasi handeln. Es ist ein sehr weites Feld und es ist nicht unbedingt mein Spezialgebiet, aber ich meine, auch da kann ich einiges dazu erzählen, weil ich kenne halt die Leute, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel diesen Paul Kengor, so ein US-Wissenschaftler, der hat jetzt gerade erst ein Buch drüber rausgegeben. Ich google mal schnell Kengor und Marx. Ja, The Devil and Karl Marx. Das ist ein neues Buch. Und da gibt's YouTube-Interviews schon darüber. Und ich glaube, und Dr. Kengor, der ist an irgendeiner Uni, aber darum geht es mir gar nicht, sondern der ist auch Katholik, glaube ich. Also, ja gut, in dem Fall stimmt das dann natürlich wieder überein, dass man selbst gläubig ist und an den Teufel glaubt und dass jemand anders für den Teufel arbeitet. Aber du bist ja Atheist, gell? Ja, genau, also, ja. Also, aber du glaubst auch an das Gute irgendwie und du glaubst an das Böse und irgendwie, das halt anders, oder? Prinzipiell so stelle ich mir das vor. Ja, also, ja gut, wobei mein Gutes und Böses halt auch subjektiv ist, ne? Muss man ja immer sagen. Also die Sachen, die ich für gut und böse erachte, die erachte ich halt für gut und böse. Und ja, aber es geht uns ja schon, also Sachen, die sind für den Menschen objektiv schlecht und dementsprechend
eigentlich, wenn man dafür ist, ist man böse. Also der klassische Satanist, der klassische Satanist ist ja in so wie ich mir das vorstelle, bitte Korrekturen von Satanisten, die sich falsch dargestellt fühlen in den Kommentaren. Der ist auch schon auch eigentlich radikaler Individualist. Und hier du es also mach was du willst und so weiter, du sei dein eigener Gesetzgeber und so weiter und so fort. Losgelöst aus höheren Ordnungen und Hierarchien, also der erste Rebell, der Saul Alinsky hier, immerhin eine Inspiration für Hillary Clinton und Barack Obama, hat ja dieses berühmte Buch Rules for Radicals geschrieben und was eben die 60er, 70er Jahre Bewegungen, also die linksradikale Bewegung in den USA stark inspiriert hat, also wie man eben Systeme unterwandert. Also weißt du, das ist ja das Perverse an der ganzen Thematik, die Linke, also Kommunisten, Sozialisten, in welcher Form auch immer, die sind ja so davon überzeugt, dass sie wissen, wie man irgendwie Armut und Unterdrückung und weiß ich was alles einfach so, weil sie dann irgendwie bestimmen, wo es lang geht. Ja, es muss nur der Richtige an der Macht sein, dann ist das alles vorbei. Ja, also und sie sind halt, sie müssen an der Macht, sie wollen bestimmen, ja, sie ertragen es nicht, wenn zwei Vertragsparteien, sie lachen darüber, wie da machen zwei einfach einen Vertrag und unsittlich interessiert die gar nicht. Ja, genau. Sie entscheiden darüber, ob der Vertrag okay ist. Das sag ich jetzt hier so als, weißt du, man muss sich das einfach mal in der Realität vorstellen, stehen zwei Leute auf der Straße, shake hands, ja, shake ein Deal und ein Herr Kemper steht jetzt daneben und mischt sich ein, das finde ich jetzt aber unsittlich. Ja, ich verkaufe dir diesen Apfel für 1 Euro und dann steht Herr Kemper da und sagt, ey, 1 Euro, das ist aber Wucher, das ist unsittlich. Obwohl beide eingestimmt haben, ne? Obwohl, also, ja. Um es mal zu vereinfachen. Und es geht nur um Apfel, ja? Stell dir vor, es genau, ist ein Hühnchen. Ja. Ich weiß nicht, ob es ist der Veganer? Bitte? Nicht, ob er, nee, Veganer oder Vegetarier bin ich nicht. Ne? Nee, der Kemper. Ach so, vielleicht. Also er sieht zumindest aus wie ein Veganer, weil Veganer sehen grundsätzlich immer ein bisschen älter aus, als sie sind. Das Fleischessen faschistisch. Möglicherweise. Also es gibt ja aber auch Libertäre, die sagen, du kannst nicht libertär sein, wenn du Fleisch isst, weil das Nicht-Aggressionsprinzip ja auch für Tiere gilt und so. Also. Genau, die Veganarchisten. Veganarchisten. Nee, im Ernst. Veganarchist. Habe ich auch in Acapulco getroffen, okay, genau wie Ron Paul. Die haben da einen kurzen Vortrag gehalten. Aha. Ja, also das ich geht mir echt nur zu weit. Diesen einen das finde ich auch geradezu satanisch. Ja. Ja. Wenn man, also die Grenze zwischen Tier und Mensch. Du lehnst halt die Natur des Menschen ab in dem Moment, wenn du sagst, genau. Du musst dich vegan ernähren. Also. Und das ist ja ich meine, das ist eine sehr metaphorische Sprache, das Ganze hier mit Satan und so weiter. Mhm. Aber eben, ich staune halt, dass ich mit meinen 44 Jahren jetzt auf einmal irgendwelche diese sogenannten erzreaktionären Katholiken, ja, die er da angreift, auch in der Person von Beatrix von Storch, von der ich das übrigens gar nicht wusste, weil die das gar nicht raushängen lässt. Ja. Ich habe keine Ahnung, was sie genau glaubt. Also, dass sie, ja klar, christlich, konservativ und so, aber da jetzt irgendwie ultraradikal, was weiß ich was, keine Ahnung, was, weißt du, heutzutage ist es ja schon ultraradikal, wenn man halt irgendwie nicht für ein klares Ja für Abtreibung bis kurz vor der Geburt ist. Wobei das eine radikale Position ist, also. Ja, deswegen, und das, also selbst wir weltlichen Agnostiker und Atheisten können ja zum Beispiel mit dem Begriff Clown World etwas anfangen, was er ausdrückt, dass irgendwas halt echt total, also jetzt sind echt alle irre geworden, ja. Jetzt ist ja völlig alles auf den Kopf gestellt. Und genau. Das ist ein satanisches, alle satanische Werte Umkehr. Werden. Ja. Genau. So. Und ich finde, je absurder die Realität wird, desto legitimer finde ich diese Sicht. Und mir tun diese Leute, die da, also
Wie gesagt, ich bin Agnostiker, aber ich bin mal gespannt, ob ich in 20 Jahren immer noch Agnostiker bin. Vielleicht bin ich dann auch, glaube ich, so Gott will, werde ich ja so alt und es kommt kein Weltsozialismus und die ganzen Dinge, vor denen die waren. Weil, also, was da auch, ja, mit Umsturz muss her, also in der libertären Szene freut sich niemand auf irgendeinen Umsturz. Nee, nee. Das ist ja auch so die Sache. Niemand arbeitet den herbei. Ja. Das ist ja auch so die Sache, wir sagen so im Prinzip so, ja, es wird alles scheiße, so, aber wir sind auch die Leute, die sagen, es wäre sehr, sehr gut, wenn wir Unrecht hätten. Genau. Ne? Also wir würden uns freuen, wenn wir Unrecht hätten. Diejenigen, die dann aber auch gefragt, ja, okay, ja. Und wo genau kannst du denn jetzt eigentlich Gold oder Bitcoin kaufen? Du bist doch derjenige. Weißt du, wenn es nämlich dann kracht und wackelt, ja, wir haben leider auch sehr viele Opportunisten in der Gesellschaft und ich weiß gar nicht, ich weiß zum Beispiel, wie Mainstream ist jetzt hier so diese ganze Position vom Kemper. Also die Meinung von Herrn Kemper ist doch über uns Libertäre oder über die ganzen Zusammenhänge, über die wir jetzt seit Stunden schon reden, ist ja eher am Mainstream als das, was wir sagen. Also aus Sicht der Mehrheit der Deutschen sind wir ja die Spinner und nicht der Kemper. Ja, oder? Ja. Ist doch so, kann man glaube ich so sagen. Denke ich auch so. Ja. Ah, ist auch eine Sache. Sollen wir den Kemper noch ein bisschen reden lassen, weil wir haben jetzt schon fast wieder eine Stunde voll. Wir haben gerade mal 6 Minuten geschafft. Ach du Scheiße. Okay, ups, Alter, jetzt habe ich hier irgendwo anders hingeklickt. Mächte der Finsternis mit den Kämpfen, mit den Mächten des Lichts. Und da holt er dann auch Epoch Times ab, weil die genau das Gleiche sagen. Die haben eben auch, wie der Teufel in der Geschichte wirkt. Das ist ein rechtspopulistisches Buch, wo dann nochmal gesagt wird, dahinter steckt der Teufel. Und der holt dann aber auch Leute ab wie Paul von Oldenburg. Das ist der Cousin von Beatrix von Storch, Nachfahre von dem letzten deutschen Kaiser, der auch sagt, dass es eben den Teufel gibt. Ne? Und der ist so ein rechter Fundamentalist und rechtskatholischer Fundamentalist, ist der Chef Koordinator der Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie, Privateigentum, die weltweit diese Märsche für das Leben machen, gegen Abtreibung, aber auch gegen Ehe für alle. Und der sagt auch, demnächst kommt es halt zu den letzten Kämpfen zwischen dem Finsternis und des Lichts. Und das wir müssen wie ein Harry Potter Buch an oder so. Ja, aber ich meine das ernst. Und auch Paul von Olden. Das ist einfach eine religiöse Version von dem, was Marxisten irgendwie weltlich ausdrücken, die ja auch ständig alle möglichen Prophezeiungen machen. Und halt eine weltliche Ersatzreligion für radikale Atheisten, da du dich ja selber als Atheist bezeichnest. Ich meine, dass es Atheisten gibt, und da zähle ich zum Beispiel den Marx dazu. Da habe ich als Agnostiker, kann gerne dazu sagen, wieso ich mich Agnostiker nenne oder nicht, aber egal, also die sind atheistisch auf eine Art und Weise, wo ich sagen würde, hey, eigentlich glauben die an Gott. Sie hassen ihn bloß. An der Position wäre ich aber nicht. Da würde ich gerne unterscheiden zwischen Atheisten und Antitheisten. Du nennst es dann Marx okay. Würde ich sagen, ist ein Antitheist und ich bin einfach nur ein Atheist. Ich bin halt nicht theistisch. Und Marx war antitheistisch, der war gegen Theismus. Aber bist du, ich meine, du bist doch zum Beispiel ein libertärer Idealist. Ja. Wo genau ist die Grenze zwischen Theismus und Idealismus so? Du glaubst auch an unsterbliche Ideen, also die unsterbliche Idee der Freiheit und so. Also, aber anyway, ja, ich bin halt Agnostiker, weil für mich ist das alles gesagt, nicht so klar, wo ich sehe Libertarismus als ideologiefrei, deswegen auch als das. Man könnte also, es die Ideologie der Freiheit nennen. Also. Könnte man, aber wie gesagt, also. Das ist halt schwierig. Libertarismus ist schon eine Idee, aber auch nur, weil sie noch nie so wirklich umgesetzt wurde. Es ist erst einmal eine begriffliche Neuschöpfung, die notwendig wurde, weil der Begriff liberal halt völlig verwässert wurde. Ja, und ins Absurde verkehrt wurde. Also ein Ludwig von Mises, der 1927 Faszismus gesagt hat,
also, mir wäre nicht bekannt, dass er sich selber libertär genannt hätte oder dieses Wort. Er war damals einfach nur liberal. Punkt. Ja, ja, genau. Er hat ja auch Bücher geschrieben, die hießen Liberalismus. Also, ne? Also, ja. Es hieß nicht Libertarismus. Also. Genau. Nee, aber wie war deine Frage jetzt nochmal? Du hast irgendwie aus meiner atheistischen Sicht nochmal. So, genau. Ich meine, ich wollte ja auf den, ob du das auch so siehst. Und, genau, und du nennst sie dann halt eben, habe ja nichts dagegen, ich verstehe ja dann, was du meinst, also Antitheisten. Ja, ja, und, ja, genau, und, das war es, genau. Und der, also das weiß ich schon auch, ja, ohne irgendwelche Fremdexperten, das kann ja auch jeder im Internet nachlesen. Also diese jungen, die Gedichte, die er da als junger Mann geschrieben hat, das ist schon mehr als Zorn, ja. Und ja, richtig, ja. Ja, ich hatte mir den Titel Ebulem oder wie das heißt da. Wenn wir jetzt die Zitate von Marx gegenüber Juden rausholen, dann sind wir aber ganz schnell im Antisemitismus. Ah gut, das ist natürlich auch noch ein Riesenfass. Ich meine, das sind auch noch so Sachen. Marx ist ein Thema für sich. Ich will den gar nicht mal grundsätzlich als Person unbedingt verteufeln etc. Also mir geht es ja eher um den Marxismus. Mhm. Wobei, es ist ja ein Riesenproblem, wenn man mit Linken debattiert, sich überhaupt mal zu einigen auf irgendwas, wie man sie nennen darf. Ja, ich meine, sie selber sind sehr freigiebig mit ihren Labels und an die hat man sich dann auch zu halten. Aber es ist ja schon wieder rechtspopulistisch, was weiß ich was, wenn man überhaupt von Kulturmarxisten spricht. Es ist schon überhaupt eine Herausforderung, eine Begriffsdefinition aus denen herauszubekommen. Also wenn sie irgendeinen Begriff raushauen und man sagt, okay, wie definierst du das? Ich definiere das so und so. Dann kommt dann gar keine Definition mehr, sondern einfach nur noch eine Gegenargumentation gegen die eigene Definition, ohne selbst eine zu bringen. Also das ist... Ja, man zitiert dann zum Beispiel sogenannte Definitionen von sogenannten Experten, sagt dann nicht dazu, ja, natürlich auch wieder marxistische Experten. Ja, der und der hat es dann und dann, ich glaube, ich kann das schon, hat er den Gentile schon zitiert oder kommt es noch? Nee, es kommt, glaube ich, noch. Okay, ja, wir können ihn ja mal wieder ein bisschen reden lassen. Genau, lass mal jetzt noch 2-3 Minuten reden, dann haben wir ihn 10 Minuten reden lassen innerhalb von einer Stunde. Und dann machen wir nochmal eine kurze Pause und gucken mal. Dann schauen wir weiter. Genau. Okay. Oh, jetzt haben wir wieder beide gleichzeitig Play. Sehr wirkmächtig. Die TFP, die Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie, Privateigentum, die sind in Polen zum Beispiel sehr wirkmächtig und die haben in Polen darauf hingearbeitet mit der Peace-Partei zusammen, dass das Abtreibungsrecht immer weiter eingeschränkt wird und sind da erfolgreich. Jetzt gerade gestern ist es halt auch nochmal weiter verschärft worden, das Abtreibungsrecht in Polen. Mhm. Gab es gestern auch ganz heftige Polizeiübergriffe. Das heißt, die sind natürlich total lächerlich. Man soll die auch so lächerlich, wie die sind. Da darf man auch drüber lachen. Aber das Lachen vergeht einen, wenn man sieht, was gerade in Polen passiert. Und die treffen sich da, die holen sich ab. Das sind Fanatiker, die tatsächlich mit dem Teufel und Gott argumentieren und die Diskurskoalition haben. Und die Diskurskoalition heißt, die sind jetzt nicht in der gleichen Partei, die sind auch nicht im gleichen Verein, aber die treffen sich auch über die Sprache und über die Narrative, die dahinter stehen. Zum Beispiel Kulturmarxismus. Alles, was Linke ständig machen. Ah, da haben wir es ja. Alle, Kulturmarxismus! Alle drei Strömungen, Faschismus, diese Proprietaristen und diese Ultrafundamentalisten oder auch Evangelikale gemeinsam haben. Ja, das ist der Kulturmarxismus. Weißt, in unserer Sprache hieß es, okay, wir haben irgendwie mit allen möglichen Leuten gemeinsam, dass wir halt Kommunisten und Sozialisten nervig finden. Ja, so könnte man das auch nicht. Polen ist doch auch eine Demokratie, oder nicht? So, und wenn sie jetzt demokratisch entscheiden, dass sie eher christlichen Werten folgen, ist das jetzt aber für den Camper nicht so demokratisch, oder wie? Du, ich meine, ich bin jetzt kein Experte für polnisches Abtreibungsrecht, aber ich habe mal kurz reingeguckt und weißt du, das sind so Dinge, weißt du, vor 20 Jahren waren viel krassere Sachen einfach nur geltendes Recht und völlig selbstverständlich und es war zum Beispiel, es waren viele Dinge völlig tabu, auch unter Linken, die heute nicht mehr tabu sind, also es ist alles
Ja, alles im großen historischen Fortschritt, würde der Marxist da vielleicht jetzt irgendwie sagen. Es soll ja alles Richtung Weltkommunismus gehen und man schreitet voran und die Definitionen ändern sich kontextabhängig und man dichtet sich deshalb gerade immer zurecht, wie die Umstände halt gerade sind. Also, ich meine, das hat ja lange Tradition, ich rante ja nicht einfach so daher. Also die UdSSR beispielsweise, die hätte es ja gar nicht geben dürfen, weil nach der Theorie damals hätte der Kommunismus ja erst oder der Sozialismus, wobei auch die Grenze ist ja gar nicht so scharf zu ziehen. Ja. Der hätte eigentlich in Deutschland losgehen sollen oder in irgendeinem industrialisierten Land. Und dann hat der Lenin sich das halt zurecht gedichtet, warum das dann irgendwie doch irgendwie gerade richtig war. Und pipapo. Und diese Bewegung hat eine lange Geschichte von Subversion und Unterwanderung. Also all die Dinge, die der Camper dem Mises Netzwerk und Fink etc. da vorwerfen. Aber das sieht er überhaupt nicht und ja, ist halt eben der neutrale Wissenschaftler, der da jetzt irgendwie praktisch sein Urteil, weil man darf ja nicht vergessen, also normalerweise trifft es uns Libertäre, trifft uns ja eher Ignoranz als jetzt irgendwie Nazi-Keulen. Aber es ist ja schon, also wer in Deutschland als Faschist bezeichnet wird, der hat nicht gut lachen. Das stimmt. Wenn das allgemein akzeptiert wird, ja, okay, ja, es wird wahrscheinlich so sein. Wenn der Soziologe hier das schon so sagt, dann ist das der Verfassungsschutz vielleicht auch noch, weil man hat ja den Maßen rausgekriegt und jetzt ist was ich wer da an und dann. Aber Behörden, staatliche Behörden unterwandern natürlich immer nur die Rechten. Obwohl. Dem ist so. Wer war denn der? Das war doch Berlin. War das ein Grünen-Politiker, wo es ein überprüftes Zitat gibt? So, ja, wir haben gute Arbeit in diversen Behörden und Leute ausgetauscht, auch in der Polizei, und es sollte sich bemerkbar machen. Und so. Ja. Wie dem auch sei, wollen wir das in der nächsten Episode klären, weil wir sind schon wieder bei 1 Stunde 6. Und, ja, dann müssen wir dann in Episode 5 oder was? Genau, Episode 5 kommt bald. To be continued.